Tarek. Zwei weitere Staaten können wir abrufen und die Wahlleute Stimmen vergeben. Momentan steht 91 zu 195. Iowa geht aber an Trump und somit kommen 6 Wahlleute bei ihm dazu. Und das ist deswegen nicht zuletzt bemerkenswert, weil wir zuerst darüber gesprochen haben, dass es von einer sehr berühmten und kundigen Umfrageexpertin eine Prognose gegeben hat, wonach in Iowa Kamala Harris 3 Prozentpunkte vor Donald Trump liegt. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Dieser Bundesstaat geht also an Donald Trump. Kansas, dieser Bundesstaat mit 6 Wahlleuten, geht ebenfalls an Donald Trump. Allerdings weniger überraschend, sondern so, wie das die Prognosen übereinstimmend auch festgestellt haben. Und somit zeigt der Stand an, dass Donald Trump mittlerweile 207 Wahlleute Stimmen fix hat, Kamala Harris hingegen 91, wenngleich das, wie gesagt, ein Stand ist, der sich in etwa daran orientiert oder eigentlich ganz genau daran orientiert, wie die Umfragen zuvor vor der Wahl auch ausgesehen haben. Wir müssen uns bei diesem Stand ansehen, wie die Wahl aber ausgehen kann, wenn auch noch die restlichen Bundesstaaten ausgezählt sind und wohl in der Form wählen, wie das prognostiziert wird, insbesondere die Bundesstaaten hier an der West Küste, Washington, Oregon, Kalifornien, Idaho, die kommen in der nächsten Stunde dran, also bereits in 12 Minuten. Wenn wir die jetzt aber schon, weil es relativ klar ist, wie sie ausgehen werden, zu den fixen Wahlleute Stimmen 91 zu 207 dazuzählen, dann haben wir momentan eine solche Verteilung. 226 zu 219. Und die sieht für Kamala Harris nicht gut aus. Seit etwas mehr als einer Stunde, seit 16:30 unserer Zeit oder etwas früher, ist klar, dass sich alles in Richtung einer weiteren Präsidentschaft von Donald Trump neigt. Denn es ist ziemlich klar, dass in Georgia die Mehrheit Trump gewählt hat und somit diese Stimmen ihm zuzuordnen sind. Das Gleiche gilt für North Carolina. Auch diese Stimmen gehen aller Voraussicht nach an Trump und es wird auch in Arizona mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so sein, dass dieser Bundesstaat diesmal wieder an die Republikaner geht, womit er schon auf 262 wäre. Dann könnte es sein, dass die 6 Wahlmännerstimmen oder Wahlleutestimmen aus Nevada auch noch an ihn gehen. Wenn wir ihm die zuordnen, dann könnte es sein, dass Kamala Harris, selbst wenn sie Pennsylvania gewinnt, und das wollen wir uns kurz anschauen, nicht die erforderliche Mehrheit hat. Schauen wir uns Pennsylvania an. Im Momentan sind fast 2/3, 61% sind es genau, der Stimmen ausgezählt. Und da liegt Donald Trump doch mit 3 Prozentpunkten knapp vorne. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er den Bundesstaat gewinnt und somit weit an die 300 oder darüber hinaus reichen kann am Ende und somit mit deutlichem Vorsprung gewinnt. Aber selbst wenn wir jetzt Kamala Harris diesen Bundesstaat zuordnen, reicht es bei Weitem noch nicht für sie. Und die beiden nördlichen Bundesstaaten an den Seen, die für eine Blue Wall notwendig werden, blau die Farbe der Demokraten, die sind sehr unsicher bei Kamala Harris. Ganz im Gegenteil, Wisconsin beispielsweise, wo 55% der Stimmen ausgezählt sind, da steht es jetzt mehrheitlich für Donald Trump. Das heißt, wenn er diesen Staat auch noch gewinnt, ist er auf jeden Fall über der notwendigen Grenze von 270. Und es ist also ein Moment eingetreten, in dem sich alles, in dem alles darauf hinausläuft, dass Donald Trump, nachdem er der 45. Präsident der Vereinigten Staaten war, auch wieder der 47. werden wird. Nadja.